Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Honey & Me. Heute beschäftigen wir uns gemeinsam mit Saatenmischung. Viel Spaß! Mischung von Kiepenkerl. Die habe ich im Internet bestellt. Das ist einmal die Hamsterwiese und dann der Kaninchengarten. So sehen die aus. Und wenn man mal auf die Rückseite guckt, dann sieht man, dass da leider keine Zusammensetzung steht. Also hier steht, dass sie noch bis August sehbar sind und das ist echt gut, denn wir sind ja ein bisschen spät dran und noch so ein bisschen anderer Schnickschnack, aber es steht halt nicht, was drin ist und das wäre für mich als Tierbesitzer das Wichtigste, denn es gibt ja unterschiedliche Tiere, es gibt ja auch Vögel zum Beispiel, für die man was säen kann, ein Grünzeug oder für eine Bartagame und deshalb habe ich Kiepenkerl angeschrieben, habe mir von denen die Zusammensetzung schicken lassen, die haben auch relativ schnell geantwortet, wenn ich mich richtig erinnere und das sah dann in etwa so aus, also ganz viele lateinische Begriffe und dann habe ich mir für die ganzen die Übersetzung rausgesucht und dann wurde halt aus so einem Begriff wie Anetum graveolens wurde Dill oder aus Taraxtum officinale wurde Löwenzahn und ich habe dann für euch jetzt alle Begriffe rausgesucht, also die deutschen oder die für uns bekannten Begriffe und blende euch die erstmal ein, also das sind einmal die Begriffe oder der Inhalt für die Hamsterwiese. Und ich finde, das sind echt gute Sachen. Also klar, es sind viele Unkräuter, aber es ist schon abwechslungsreich und man sieht vor allem auch, dass eben nicht dasselbe drin ist, wie in der Kaninchenwiese, die ich euch gleich zeige. Und ich würde mir dann halt so denken, also das ist jetzt gleich die Zusammensetzung der Kaninchenwiese, okay, vom Kaninchengarten. Ich würde mir so denken, wenn ich was verkaufen möchte, dann würde ich doch extra viele Namen drauf schreiben. Vielleicht würde ich die lateinischen drauf schreiben, damit den Leuten nicht bewusst wird, dass das halt alles eigentlich nur Unkräuter im eigenen Garten sind. Aber ich würde den Leuten zeigen, dass es Abwechslung ist und vor allem, dass es halt nicht dieselben Sachen drin sind. Denn ich hatte vermutet, dass sie halt einfach nur unterschiedliche Tiere drauf haben, um unterschiedliche Zielgruppen anzusprechen, letzten Endes aber dieselben Dinge drin wären. Und das ist nicht der Fall. Und ja, ich hätte es in deren Augen gemacht. So. Draufgeschrieben, aber jedem das eigene. So, dann möchte ich noch einpflanzen hier mein Hauptfutter. Das ist der Renn- und Farbmausmix vom Mäuseasyl. Den werde ich euch auch unten verlinken. Und hier seht ihr, was da alles drin ist. Das sind ganz schön viele Sachen. Und das ist auch generell ein Tipp von mir. Also wenn ihr schon länger euer Futter habt, euer Hauptfutter, das sind ja mal Saaten, sollten zumindest sein, dann ab und zu mal ein bisschen was davon einzupflanzen. Denn wenn die nicht mehr keimen, also wenn ihr die einpflanzt, dann nichts mehr keimt, dann ist das ein Zeichen dafür, dass die Vitamine raus sind. Und wenn die Vitamine raus sind, dann hat es halt auch nicht mehr so viel Nährwert für die Mäuse. Es stopft im Grunde nur noch. Und das ist ja nicht Sinn des Manövers. Ja, jedenfalls, das werde ich auch mit einpflanzen. Und als Viertes möchte ich da noch das Kleintiergras von Trixie ausprobieren. Ja, das habe ich von der Rennmaus von mir im Tauschpaket bekommen. Und dasselbe habe ich auch der Rennmausfamilie im Tauschpaket geschickt. Also wir hatten da alle dieselbe klug bekloppte Idee. Und ich dachte, das wäre eine total gute Sache und so. Und schön kleines Pöttchen und sich da Gras anpflanzen und total toll. Und jetzt, wo ich es selbst hier habe, habe ich eigentlich mal richtig drauf geguckt und festgestellt, dass das ja wirklich nur Hafer, Weizen und Gerste sind. Und das ist dann doch nicht mehr ganz so optimal. Denn die sagen selbst, dass es ein Mischfuttermittel ist und es sind nur drei Getreidesorten. Ja, aber es ist so mal eine ganz schöne Sache. Wir probieren es gleich mal aus. Und wenn es gut wächst, dann bekommen sie ja die Kleinen auf jeden Fall in den Käfig rein. Ich fange dann auch direkt mit dem Einsehen an. Ich werde als Erstes das Kleintiergras nehmen, da das am einfachsten ist und da eh eine Anleitung dabei ist, die ich euch schon vorlesen kann. Also, zum Selbstziehen eines Mischfuttermittels für Kleintiere. Getreidesaat, Haferweizen und Gerste zum Selbstziehen. Gib dem Kleintier das für sein Wohlbefinden und entbehrliche Grün. Geben Sie die Saat in die Schale und gießen Sie sie zu Beginn mäßig, sodass sie feucht, aber nicht zu nass ist. Stellen Sie die Schale an einen hellen, warmen Ort. Nach ca. 3 Tagen beginnt die Saat zu keimen. Wenn das Gras eine Höhe von 4 bis 5 cm erreicht hat, können Sie es Ihrem Kleintier anbieten. Das Kleintiergras sollte stets leicht feucht gehalten werden. Hamstern empfehlen wir, eine kleine Teilmenge anzubieten.
Das ist gut. Denn Hamster sind ja bei Getreide empfindlicher, da sie ein erhöhtes Diabetesrisiko haben. Und dann steht da noch, dass der Inhalt komplett kompostierbar ist. Das finde ich gut, hätte ich aber so nicht gedacht, dass sie auf den ersten Blick wie so eine Plastikschale aussieht. Aber anscheinend ist so, sowohl die Plastikschale als auch die Plastikfolie kompostierbar. Das verstehe ich zumindest darunter. Das finde ich gut. Ja, dann muss ich das im Grunde nur noch einmal kurz schütteln und verteilen. Dann muss ich es gleich gießen und das war es auch schon. Das ist alles, was man da machen muss. So. Als nächstes nehme ich dann diesen Eimer hier. Da möchte ich mein Rennmausfutter rein säen. Wie ihr seht, das ist einer für drin. Der hat unten keine Löcher drin. Und da mir beim ersten Mal das leider weggeschimmelt ist, nehme ich dieses Mal Steine für unten drin. Also für die unterste Schicht, damit das Wasser ein bisschen besser zirkulieren kann. Das sind jetzt bei mir Aquariensteine, weil ich früher mal ein kleines Aquarium hatte. Und ihr macht ja einfach eine dünne Schicht unten drunter. Ihr könnt auch welche anderen kleinen Steine nehmen, das ist im Grunde egal. Ja, dann möchte ich einmal kurz sagen, ich bin kein Gartenprofi. Ich habe so ein bisschen Erfahrung von zu Hause, vom Grundstück, aber das ist ganz anderes, als jetzt in so einem Topf etwas anzupflanzen. Also ich mache das so ein bisschen nach Gefühl. Als erstes nehme ich dann gleich, oder als zweites, wir haben ja schon die Steine drin, also nehme ich gleich den Floratorf da hinten. Das ist extra Torf für Nagetiere. Denn man muss bei Nagetieren ja ein bisschen, oder generell für Tiere, man muss bei Tieren ein bisschen vorsichtiger sein, denn es gibt ja sehr, sehr viele Blumenerden, die irgendwie Kunstdünger drin haben oder sowas. Und wenn die Tiere da das daraus ihr Futter bekommen sollen, ist es halt besser, wenn ihr versucht, nichts Giftiges da drin zu haben. Und das ist Kunstdünger halt in den meisten Fällen. Und den Floratorf, den verteile ich halt, das schicht jetzt da drauf. Und als nächstes kommt dann meine Hochbeet-Bio-Erde. Ja, das ist jetzt Kompost, richtig. Und dadurch, dass er halt Bio ist und da nur Pflanzenteile drin sind, ist das gut, ein guter Dünger und gut gedüngte Erde für meine Vorhaben, kann man sagen. Ja, dann ist das jetzt gefüllt. Jetzt kommt dann nur noch das Rennmausfutter rein, die Saat. Also natürlich nicht diese Karotte, die braucht man nicht. Die wächst nicht auf diese Art. Aber ich sehe dann jetzt mein Trockenfutter rein. Und dann sind wir damit im Grunde auch schon fertig. Dann muss nur noch das Wasser rauf, was ich nachher für alles gemeinsam mache. Ja. Als nächstes kommen jetzt meine beiden Kiepenkernmischungen. Da das jetzt auf dem Balkon steht und Löcher drin hat, brauche ich hier keine Steine unten drin. Nehme direkt meinen Floratorf und mache damit eine Schicht rein. Und als nächstes kommt dann wieder mein Kompost. So, und als nächstes werde ich dann mit den Steinen, die ich hier habe, eine Linie darauf malen. Drauf schmeißen. Schütten. Damit wir unterscheiden können, wo was wächst. Ja. Ich werde dann gleich auf die rechte Seite die Hamsterwiese machen, auf die linke Seite den Kaninchengarten. Dann hat man eine gute Eselsbrücke, weil die linke Seite ein bisschen größer ist und Kaninchen sind ja auch größer, ne? So machen wir das. Also dann packe ich jetzt gleich mal meine beiden Kiepenkernmischungen aus und stelle dann fest, die sind doppelt verpackt. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet tatsächlich. Sowas hatte ich auch noch nie. Aber na gut, so. Das zeige ich euch jetzt gleich mal von nahem, denn ich finde, das sieht echt hübsch aus und eben auch schon abwechslungsreich. Und das ist ja das, worum es mir hierbei geht. Ja, das ist einmal die Kaninchenmischung. Und jetzt ist gleich die Hamstermischung dran, auch wieder in der doppelten Tüte. Und man kann gleich sehen, dass klar, man sieht, dass es hauptsächlich Unkräuter sind und sie sehen sich ähnlich, aber sie sehen nicht gleich aus. Und das finde ich sehr gut. Man sieht direkt mit bloßem Auge schon, dass das unterschiedliche Zusammenstellungen sind. Ja. Und dann sehe ich auch diese Hamstermischung. Und dann bin ich gleich fertig mit dem ganzen Sehen. Ja. Dann muss nur noch gegossen werden. Ja, ich stelle hier noch so ein hübsches kleines Mäuschen in meinen Topf. Das ist nur so ein Deko-Ding, das ist nicht wichtig. Hätte ich gar nicht filmen brauchen. Und jetzt gieße ich das alles ein bisschen. Also würde ich darauf achten, dass du nicht so viel gießt. Ich habe
sogar ein bisschen Angst, dass das schon zu viel war, was ich da gegossen habe. Aber ja, ist ja gut gewachsen, von daher ist das schon okay so. Ja, und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn bei mir 2 Wochen vergangen sind und bei euch ein paar Sekunden. So, heute haben wir den 19.08. und damit ist es Zeit für ein erstes Resümee. Ich fange dann mal hier rechts an. Da habe ich das Kleintiergras von Trixi und ich denke, das könnt ihr jetzt schon sehen, das ist total verschimmelt bei mir. Ich habe das, das habt ihr eben im Video gesehen, ich habe das beim ersten Tag gegossen und dann habe ich das später noch 2-3 Mal ein bisschen gegossen, aber wirklich immer nur ganz wenig. Und das war, glaube ich, nach dem zweiten Gießen hat es angefangen zu schimmeln wie sonst was. Und ja, das sieht nicht schön aus. Das kriegen meine Tiere natürlich nicht. Ich werde es direkt wegschmeißen nach dem Video. Und schreibt mal, wie eure Erfahrungen damit sind. Also ich habe jetzt keine so guten gemacht. Und dann habe ich hier meine Hamsterwiese. Die ist, wie man sieht, sehr schön am Sprießen. Und links daneben habe ich den Kaninchengarten. Ja, die sind beide schön am Wachsen und ich denke mal, das sind einfach Pflanzen, die länger brauchen. Ich finde jetzt so, wenn man das so im Moment sieht, sieht fast gleich aus, aber das wird sich bestimmt noch unterschiedlich entwickeln. Ja, und hier links habe ich dann mal eingesätes Futter. Man kann am Rand davon sehen, dass ich schon abgeschnitten habe. Und das ist am besten gewachsen. Also mein erstes Resümee wäre jetzt, wenn ihr kurzfristig schnell was Tolles, Frisches für eure Tiere haben wollt, dann pflanzt einfach euer Futter ein. Und wenn ihr langfristig gesehen vielleicht einfach mehr Abwechslung haben möchtet, dann könnt ihr gerne mal die Kiepenkernmischung ausprobieren. Die werden wir uns in der nächsten Zeit auch noch weiter anschauen. So, und das war's dann jetzt auch mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war vielleicht ein bisschen informativ. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen hoch freuen. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Ich werde in ein paar Wochen auch nochmal eine weitere Zusammenfassung zu meinen Kiepenkernmischungen von mir geben.